kann mir erwarten, da oben jetzt ganz brennend den Franz Lang. Der hat nämlich das Undenkbare gemacht. Im Prinzip muss man sagen, es ist eher ein bisschen ein Wahnsinniger, weil der hat in den letzten 24 Stunden die Strecke von der Stallstation bis zur Bergstation 16 Mal bewältigt. Das heißt, es sind 8848 Höhenmeter, die er da in die 24 Stunden bewältigt hat. Und jetzt warten wir drauf, der müsste jetzt gleich dort auftauchen und dann können wir ihn selber dazu ein bisschen befragen. Ja Mario, was kannst du uns zur Reaktion dazu sagen? Ja, also das ist sicher eine Spitzenleistung von Franz, dass er 16 Mal innerhalb von 24 Stunden dauern geht. Muss zuerst schon mal einen nachmachen, das würde ich mal sagen. Und jetzt ist er beim 16. Mal am Weg. Er wird begleitet und finde ich spitze, dass er das macht. Wird natürlich auch von unserer Bergleitung unterstützt. Gell? Elisabeth, hallo, also ich möchte da mal recht herzlich gratulieren zum Franz, zu der Aktion. Was denkst du eigentlich, wenn der Franz jetzt mit 56 Jahren noch solche Aktionen macht? Was kann da noch hinterher kommen? Was kommt da noch alles? Ein Wahnsinn ist das, was mein Mann geleistet hat. Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn. Was noch kommen kann, weiß ich, aber ich hoffe, dass er gesund bleibt und nachher wird das Beste daraus gemacht werden. Ja, Franz, auf Plakaten war zu lesen, Franz Lang versucht das Undenkbare, oder? Ich hatte eher gesagt, Franz Lang versucht das Wahnsinnige, weil ein bisschen Wahnsinn, damit man so Aktionen macht, gehört auch dazu. Franz, du hast das jetzt hinter dir alles. Wie fühlst du dich jetzt einmal? Nachdem jetzt das alles vorbei ist, fühle ich mich natürlich wahnsinnig gut. Es war nicht immer so, dass ich mich so gefühlt habe wie jetzt in dem Augenblick, weil die 24 Stunden waren doch recht anstrengend. Vor allem die Witterung war nicht ganz optimal. Gestern der starke Schneefall zuerst, so dass die Piste total uneben gewesen ist. Und nachher mit den Rennski, die muss man ganz exakt hinsetzen, dass die Fälle überhaupt halten, weil es war doch ein rechtes Buckelwerk. Dann, obwohl es Vollmond war, war es immer wieder mit starkem Schneefall. Dazwischen nachher wieder Sturm und Eiseskälte. Also es war vor allem ein bisschen was dabei, das hat es aber recht spannend gemacht. Ja, und dann ist dazu gekommen, dass ich halt gleich mal Blasen gekriegt habe. Schon in der zweiten Runde kann sich erklären, warum, weil die Schuhe und alles hat immer beim Training ganz gut gepasst. Und es hat nach einem spontanen Ende ausgeschaut, aber dank der Hilfe von meinem Team haben sie mich so hingekriegt, dass ich durchbeißen habe können. Ja Franz, wie kommt man eigentlich auf so Aktionen? Wie hast du dich da vorbereitet? Ja, und vor Jahren bin ich immer schon bei Schneearmen und teils schneereichen Winter, wenn es nach einer Lawine gefährlich war, halb auf die Echelspitze gegangen zum Trainieren. Und da bin ich mal an einem Silvestervormittag sechsmal hintereinander rauern, da auf der Sonnenalm sind Leute auf der Terrasse gehockt. Dann haben sie gesagt, jetzt kommt er schon wieder. Und haben angefangen zu applaudieren. Dann haben wir gedacht, das kann das doch mal viel länger machen, das macht einen riesen Spaß. Probieren wir mal den ganzen Tag oder so. Und da ist schon mal die Idee gekommen. Ja, die Höhe vom Everest war natürlich verlockend, das zu schaffen. Ja, und so habe ich mir nachher vorgenommen, im Herbst noch mehr zu trainieren. Ich bin ja eigentlich das ganze Jahr im Training. Und dann ist intensiviert, haben Langstrecken gemacht im Sommer, zum Beispiel vielleicht Leiten über die ganze Allgäuer, die ganzen Hittenaue bis nach Hinterhornbach, dort über den Hochvogel um bis zum Vilshalbsee in 16,5 Stunden. Und da hat auch jeder gesagt, das gibt es nicht. Naja, das waren alles so kleine Sachen, die ich gemacht habe, dass ich die optimale Vorbereitung versuche. Franz, hast du eigentlich irgendwann einmal während der Aktion ans Aufgeben gedacht? Aufgeben ist überhaupt nicht meines. Und darum habe ich zu den Mädeln noch gesagt, wie das mit den Blasen aufgetaucht ist, es müsst ihr alles tun, tut eine von mir in den Skischach, was willst, dass alles miteinander gedämpft ist. Weil wenn ich jetzt bei der zweiten Runde aufhöre, das ist ja unglaublich, da sagt man ja, jetzt kneift er. Und der sportliche Ehrgeiz ist bei mir so groß, dass ich da nicht eine Sekunde daran gezweifelt habe, dass ich das nicht durchstehe. Und gesagt,
Und wenn ich auch kriechen muss, ich mache das. Ich will das einfach durchziehen, weil ich habe jetzt so viel trainiert und so viel gemacht. Das muss einfach gehen. Und wenn nicht ganz, ganz was Schlimmes passiert, ein bisschen weh. Und wenn ich jeden Schritt merke, das kann nicht das Aufhören bedeuten. Dass du hart im Nehmen bist, das hast du ja jetzt bewiesen. Was bedeutet für dich selber Stärke? Stärke bedeutet für mich einfach etwas, was einem viel bedeutet und was wert ist, auch durchzuziehen. Und auch andere Leute zu etwas begeistern, dass sie dann da mitmachen. Und wie man das jetzt auch gesehen hat, ist das da auch der Fall gewesen, weil allein war ich das nie im Stand gewesen zu machen. Und das, glaube ich, ist eine Stärke von mir, Leute für etwas, was ich selber für gut halte, davon zu begeistern, dass sie nachher gerne mitmachen. Stichwort nicht nur Vorteil für dich, Alan. Man hat jetzt gesehen, bei der Aktion sind über 3.000 Euro an Spendengeldern eingekommen für den Sozialsprengel Oberes Lechtal. Was wirst du jetzt spenden oder wie wirst du das verteilen? Es ist beim Sozial- und Gesundheitssprengel Oberes Lechtal so der Brauch, dass größere Spender bestimmen können, was mit dem Geld passieren soll. Werden zum Teil Betten angekauft und die tragen nachher den Namen vom jeweiligen Spender. Das ist aber überhaupt nicht meins. Die Dr. Wallnöfer ist eine Frau, bei der ich weiß, dass das Geld in guten Händen ist, dass die das dort einsetzt, wo es am dringendsten gebraucht wird. Und das habe ich auch zu ihr gesagt. Also mein Name ist ab am heutigen Tag, wenn das Geld einmal beim Sozialsprengel ist, nicht mehr wichtig, sondern wichtig ist, dass da jemandem geholfen werden kann. Und da bin ich überzeugt, dass das auch geschehen wird.